Und herzlich willkommen! Endlich ist es soweit hier auf unserem Kanal. Wir sind in der DayZ Standalone angekommen. Ich spiele endlich mit Alex. Es geht los hier. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir sind schon hier komplett ausgerüstet. Wir sind jetzt auch auf dem vollen Server gegangen. Und ich würde mal sagen, wir brechen zum Airfield auf und versuchen dann mal andere Spieler kennenzulernen, ne? Und uns Ja. mal ein bisschen mit denen. Ja, auseinanderzusetzen. Ich denke mal, das wird dann bösartig enden, aber wir können ja unser Bestes geben. Ja, genau. Hast du irgendwie eine Map oder so offen? Ja, kann ich sofort aufmachen auf meinem Handy. Ja, also erstmal zum Nordwest Airfield, ne? Genau. War jetzt geplant. Hier liegt so ein komischer Snaploader. Ich weiß nicht, was der bringt. Leute, hier ist eine Movie. Warte mal. Du hast auch eine M4, ne? Ich habe eine M4, ja, genau. Ich habe eine M4, eine Feuerwehraxt. Alex hat dieselbe Ausstattung. Ja, ich würde ja sonst gerne die Movie hier nehmen, weil wir haben ja ziemlich wenig Munition mit M4. Ja, gib mir mal kurz die Mosin. Hatte die noch nie in der Hand. Ja. Ich will die mal testen. Oder einmal angucken. Das ist einfach nur ein Gewehr und muss nach jedem Schuss halt nachladen, ne? Ich habe dann ja auch noch zwei Aufsätze für. Warum passiert da rechts nichts? Ah, jetzt. Oh ja, geil. Ja. Wo ist meine M4? Keine Ahnung, die müsste ja gleich wieder kommen. Das dauert ein bisschen. Leg die Musik auch mal wieder weg. Ich habe meine M4 nämlich auch gerade nach unten gepackt. Okay. Muss ihn ganz raus, oder was? Ja, Hinlegen. einfach auf den Boden legen, ne? Ein Can-Opener hast du, ne? Also so ein. Leute, wo sind denn die ganzen Sachen hin? Ah, die liegen hier alle unten. Ganz Ah, unten. okay. Einen doofen Acker hast du, ne? Habe ich nicht. Achso, der liegt oben auch noch in dem einen Gebäude Ja, da. nice. Falls irgendjemand mal übrigens mitspielen will, der das gerade anguckt, wir sind natürlich offen für alles. Könnt uns einfach in Steam adden. Wir heißen Alketo Gaming und dann halt Alex oder Kevin. Ein von uns beiden. Und Ja. dann ist das natürlich auch kein Problem, dass wir da mal zusammen spielen, ne? Ja, auf jeden Fall, das wäre mega nice eigentlich sogar. So, ich muss die eben in die Leiste unten reinziehen. Zack. Alter, jetzt geht's los hier. Jetzt machst du den Sniper oder was? Was hast denn du für Scopes für die Mosin? Noch die PU, weißt du, was das ist? Das ist Ja. dieses Visier, wo rechts, links und unten so ein Streifen ist. Was so ähnlich wie ein ACOG-Visier. Ja, genau. Aber ich kann ja auch das Long Range Scope, also die Sniper-Visier, wo du auch zoomen kannst. Das Das hast kann du ich. auch? Nein, nein, das könnte ich Ach theoretisch ja auch so. für die Waffe kriegen. Ich bin übrigens eine geile Japsin, wenn ich hier meinen Helm mal kurz absetze. Ja, warte. Dann könnt ihr mal Die sehen, was ich für Gasmaske eine auch, geile ne? Japsin Oh. bin, Jawohl. Setz schnell wieder den Helm auf. Ja, der Helm liegt ja jetzt gleich irgendwo. Ach so, ja, stimmt. Ich dachte, jetzt ins Inventar gezogen. Kann man hier auch noch irgendwelche Räume aufmachen? Ja, nice. Mein Laptop macht gerade eine Aktualisierung. Also, meine Map ist gerade weg. Oh, egal. Ja, ich würde sagen. Achso, du willst deinen Helm noch eben Ja, wieder haben, genau, ne? den möchte ich gerne doch noch wieder haben. Und meine Gas Mask. Ich hatte übrigens heute einen richtig witzigen, ey. Ich habe in der Schule die ganze Zeit Candy Crush gespielt. Und dann findet ein Kumpel auf einmal raus. Ja, was passiert eigentlich? Also man, Candy Crush kennst du ja, ne? Habe ich noch nie gespielt. Okay, das ist so ein Spiel, wo du durch Verschieben von solchen Bonbons immer bestimmte Sachen aneinander rein musst, also verschiedene Bonbons gleicher Farbe aneinander rein musst und Ach platzen die so, halt und ja, genau. du musst irgendwelche Levelziele dann erfüllen. Und man hat immer 5 Leben und wenn die halt weg sind, kannst du entweder über Facebook deine Freunde fragen, dass sie dir neue Leben schicken oder du kaufst dir halt Leben. Ja. Oder du wartest eine halbe Stunde, dann kriegst du ein Leben dazu. Und Ja. dann sagt ein Kumpel heute so, was ist eigentlich, wenn ich jetzt einfach das Datum vom Handy einen Tag vorstelle? Ist ja eigentlich eine gute Sache, ne? Er probiert es natürlich auch direkt aus. Klappt sogar. 5 Leben wieder. Das Höchste, was geht. Wir alle lachen uns total Schrott, dass einige dafür dann Geld ausgeben, wenn das so buggy ist, das scheiß Game. Ja. Ich mach das natürlich, übertreib's natürlich, mach das 2 oder 3 Mal, dann stelle ich wieder zurück aufs aktuelle heutige Datum. Das Spiel rastet auf einmal völlig aus und gibt mir eine Zeitstrafe von 48 Stunden. Lol. Und hast Datum wieder hochgestellt, dass die 48 Stunden vorbei sind? Nee, ich kack einfach auf das Spiel jetzt. Auch echt witzig. Ja, auf jeden Fall.
Einfach 2800 Minuten warten stand da. Da dachte ich mir nur, yo. Ich glaube, da ist jetzt Pustoschka, ne? Also wir müssen eigentlich theoretisch andere Seite nach Vibo. Nee, das ist negativ. In die Richtung ist Pustoschka. Okay, dann bist du hier richtig. Dann habe ich gar nichts gesagt. Oh, warte. Eben meine M4 wieder unten in die Leiste. Da ist jetzt noch die Mosin drin. Hast du jetzt eigentlich die grüne oder die Dingens? Die schwarze von dir? Hä? Ich hab die grüne, die schwarze M4. Achso, ja. Ich hatte da ja auch nur eine grüne hingelegt. Lol, grün habe ich die noch nie gesehen. Zu spät. Zu spät. Hast du meinen Mac denn genommen? Nein. Okay, dann lass nochmal zurück. Habe ich nicht mitbekommen, das tut mir leid. Ich habe aber auch absolut keinen Platz mehr im Inventar, ne? Ja, hast du denn zwei Magazine? Weil die sind eigentlich Pflicht. Nee, ich habe auch nur eins. Also das Magazin kriege ich wohl noch mit. Hattest du irgendeinen Scope auf deiner M4? Ja, eigentlich auch so ein Red Dot. Und ich habe auch noch ein Zweibeiner dran. Jo, das hatte ich auch nicht. Das nehme ich auch auf jeden Fall mit, ey. Ja, das musst du dann aber immer mit Rechtsklick dann aufmachen, ne? Das mit das. Ja. Wo liegt die denn? Oben, ah, da. Im ersten. Und auch ein Bajonett, was damaged ist. Alter, nehme ich doch deine M4 mit, wa? Jo. Aber das mit Mac mitnehmen, ne? Ja. Magazine. Warte, ich kann meinen ja auch, lol. Ich hätte jetzt fast vergessen. Hier. Hast du noch Platz in dem Inventar? Ich habe nämlich deine Flasche noch, beziehungsweise die Canteen habe ich ja für dich aufbewahrt. Ich habe zwei Stück, eigentlich kannst du die behalten. Ja gut, dann werfe ich eine weg. Ja. Du hast ich hatte RV1 RDS Optics. Was hast du drauf? M68. Das ist ein Rotpunkt. Guck mal kurz, was geil aussieht. Wie greift man denn überhaupt mit dem Bajonett an? Ne, ich glaube, es ist machbar, das geht glaube ich nicht. Aber ich glaube, mit dem Ding könntest du theoretisch Dosen öffnen. Jo, also dein Visier sieht eindeutig geil aus. Muss ich nochmal kurz gucken wegen dem Stock und so. Ja, da habe ich eigentlich drauf geachtet. M4 Handguard. Ja, meins ist pristine. Das natürlich mit. Ja, warum kann ich das nicht austauschen? Na, ich glaube, du musst erst von der Waffe trennen. Es geht nicht. Achso, lol. Nee, ach so. Ja, bei mir geht's auch nicht. Das ist auch, glaube ich. Aber warte, du musst die Waffe, glaube ich. Hast du mit Leertaste die irgendwie gehalten? Nee, ich glaube, das ist auch waffenspezifisch. Das kannst du, glaube ich, nicht ändern. Also. Okay. Ja, egal. Ab geht's. Ich bin bereit. Ja, ab geht's. Weißt du, wie spät wir aufgenommen haben? Nein. Das ist natürlich auch der Geile, ne? Ich hätte jetzt auf jeden Fall 20 vor. Wie mache ich denn das Mac wieder weg? Oh, jetzt habe ich gerade mega gefailt. Was hast du gemacht? Hast du es auf den Boden gelegt? Nein, ich habe auszusehen. Oh Mann, ey. Muss jetzt, warte. Jetzt wird's gerade kompliziert. Das muss ich jetzt wieder laden. So, das ist jetzt geladen. Mache ich mein 40er Mac an die M4. So, und ein 30er Mag in Reserve. Jetzt müsste, ja, ich scheiß einfach auf die Cola, die ich hier gedroppt habe. Ab geht's. Ab geht's. So. Wollen wir mit Waffe an Anschlag, oder? Ja, du bist unser Speer, ne? Du weißt, ich kann nicht so weit gucken. Meine Mühle ist leider ein bisschen schlechter. Achso, ja. Ja, gut. Maybe, siehst du den Zombie da links? Rechts? Ja, den sehe ich. Der ist bei mir aber komplett braun. Hä, wo rennt der hin? Ich habe ihn einfach umgehauen, ne? Warte mal, ich habe ja sogar einen Kompass. Dann kann ich ja mal gucken, ob wir gerade in die richtige Richtung laufen. Oh ja, dann müsste es theoretisch nordöstlich sein. Wir stehen auf dem Zelt. Nordöstlich, ja. Ich glaube, es soll Vibor heißen. Diese kyrillische Schrift immer, ne? Also eigentlich ist hier ein recht voller Server, ne? Also ja gut, das sind jetzt nicht so die geilen Städte hier, ne? Ja, aber du weißt, wie das an der Küste abgeht, ne? Ne, weiß ich eigentlich nicht. Ja, das war doch gestern der Fall, oder vorgestern, dass einfach alle, jede einzelne Tür in jedem Dorf
leer gelootet. Ach so, ja klar. Na, hier ist noch eine Morphin. Ah, die brauchen wir ja nicht. Hat das man ja eigentlich Pristine? Ist das... Ja. Ja, das ist total scheiße, oder? Man kann das ja überhaupt nicht mit Tab sehen, die Sachen, die da oben drauf liegen. Ja, das ist ein bisschen fail. Auch so. Ja. Nee? Aufnehmen und dann gucken. Ja, das ist ein bisschen umständlich. Liegt da eine Machete? So, ich könnte auch nochmal irgendwie ein Oberteil gebrauchen, wenn du irgendwie ein... Ach, hier ist glaube ich sogar einer dran. Nice. Das ist dann Hoodie, oder? Hoodie. Naja, wieso? Kommt zu an das Klamotte, nee, ich Klamotte da? Ich hab gerade geguckt, ich kann auch nicht an die Mosin. Muss man aus First Person probieren vielleicht. Ja, bin ich gerade dran. Also ich kann auch nicht den Mosin anklicken. Hm, mega buggy. Ein Zombie. Ja, ich auch. Liegt doch noch irgendwas unter dem Klavier, oder? Das ist glaube ich eine Mütze. So. Ja, egal, scheiß drauf. Ja. Wird wohl noch öfter mal irgendwie so ein Teilungsstück. Ich würde sagen, V-Bor so ein bisschen looten und dann Richtung Airfield, oder? Auf jeden. Obwohl, wir können eigentlich V-Bor doch auch so durch, oder? Na, dann würde ich aber gleich kurz rechts gucken, weil das sind noch irgendwie Waffen. Ah, den Einkaufsladen nehme ich auf jeden Fall mit. Guck ich mal eben rein. Ja. In Omas Kaufmannsladen, du. Ich habe ja noch ACP-Muni. Das wäre ja deins, ne? Ja, siehst du. Aber genau, Alex spielt, du spielst ja Muni. Ach, Magnum. Muni, ja. Wie ein Battlefield zu klassen, ne? Ich bin Versorger. Naja, jo, und ich habe 357er gefunden hier. Liegen im Krankenhaus im Regal. Ach, oh, Alter, was ist los? Im Supermarkt. Ne? Ja, genau. Ja. Das kommt von dem Energy, das ich vorhin getrunken habe, ey. So, jo, ne? Jo, liegt hier ein Visier? Ne. Gas Stove. Dann schmeiß ich dir die ACP mal hier hin. Bringt eigentlich eine Headtorch was? Nee, ne? Wir spielen jetzt ja im Moment bei Tag. Also in Nacht ist das eigentlich ziemlich praktisch. Dann kannst du die anmachen und dann hier überall, wo du hinguckst, ist dann halt so ein Lichtkegel, ne? Ja, müsst du gleich einmal spawnen. Ja, hier liegt die Dingens, ne? Ja, die habe ich schon aufgehoben. Oder zwei Stück liegen da noch. Ach so. Die pfeife ich aber. Oh, da wurde jemand gekickt. Boah, so, ich freu mich so, ey. Das Spiel macht so unglaublich viel Spaß. Das ist so geil, ey. Ja, auf jeden Fall. Das ist mega. Also früher mega dachte geil. Ich ja auch immer, als ich die Mod und so auf YouTube gesehen habe, immer ein paar Videos, da dachte ich immer, ja gut, Daisy ist so ein Spiel für sich, aber ich muss echt sagen, seitdem ich jetzt die Standalone angefangen habe, also die Mod hat mich damals echt nicht überzeugt, aber jetzt wo ich die Standalone spiele, ey, das ist so Hammer und auch die Videos von PietSmiet, die wir uns ja alle reingepfiffen haben, ja, was da für kranke Scheiße passiert, das ist so witzig, ey. Hast du jetzt die Facebook-Challenge von dem mal komplett angeguckt? Ja, natürlich. Oder wie weit bist du? Also ich bin jetzt bei Folge 76 oder 75, die aktuelle von gestern, vorgestern. Ja. Ja genau, die habe ich gestern auch mal angeguckt. Mega witzig, ey. Ich hatte das ja gestern auch, dass ich meinem allerersten voll ausgerüsteten Spieler begegnet bin und der hatte kein Mikro. Also, glaube ich zumindest. Oder er hatte einfach keinen Bock zu reden. Er hat mir auf jeden Fall nur den Stinkefinger gezeigt. Dann habe ich ihn aufgefordert, auf die Knie zu gehen. Das hat er dann auch gemacht, aber er hat mir auch wieder den Stinkefinger gezeigt. Dann sagte ich, stop it. Und er macht seine Hände hoch, macht die Hände wieder runter, zeigt mir wieder den Stinkefinger. Und dann habe ich einfach nur noch gelacht. Und dann wollte er weggehen. Ja, dann, ne? Musste ich ihn leider töten. Wie sieht das mit Trinken bei dir aus? Hier oben ist nämlich ein Brunnen. Läuft, alles läuft. Können wir sagen, dass wir weitergehen, oder? Ja. Ich habe noch übel viel Essen, ich habe übel viel Trinken, also. Wo bist du? Gucken, ob wir hier hinter dir. Da. Hinter dir ist so ein Zombie. Ja. Aber scheiß jetzt mal auf den. Zombie. So. Ist auch ja ein YouTuber, ja, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, das ist irgendein Kumpel von Gronkh und Sarrazar, glaube ich. Okay. Der war auch bei Last Man Standing. Beim ersten zumindest. Ja, wenn du das sagst, ne? Dann, ja, dann ist das so, ne? Ja, dann ist das wohl so. Dann kann ich dann keine Widerrede einlegen.
Gut, ich mache hier mal mein geiles Handy startklar mit der Karte. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir ja, allgemein bei den Waffenspots mal gucken, ob ich noch einen Long Range Scope kriege. Oh ja. Dann sind wir Das wäre mega. beim Airfield oben bei diesen Zelten, da spawnen doch immer richtig viele Optics. Ja, genau. Da wollte ich eigentlich auch erst hin. Wir sind jetzt in Vibor, ne? Und laufen gerade rechts raus, ne? Oder? Ja, und hier müsste gleich, hier ist die Kurve und dann müssten wir links rum. Ah, genau. Dann weiß ich, wo wir sind. Zwei Idioten mitten in Tschernarus. Ja. Alter, irgendwie will ich schneller laufen. Ich geh noch kurz dabei im Auto. Ob da irgendwie einen geilen Stuff gibt. Links ist da links. Ist auch nachher noch ein See, wo man trinken kann. Jo, das läuft bei mir aber auch noch alles. Kann man eigentlich am See auch Sachen auffüllen? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nur davon getrunken. Na, schade. Dachte gerade, du sagst, ich habe bis jetzt nur davon geträumt. Nee. Das kam erst so rüber, als wolltest du das sagen. Boah, das leckt gerade krass bei mir. Aber bei mir geht's einigermaßen. Oh, ich glaube, gleich beim Airfield wird krass. Also du musst echt aufpassen, ne? Ich kann halt überhaupt nicht weit gucken. Ja, aber einen Typen hast du ja auch schon erledigt, ne? Okay, der hat sich auch nicht gewehrt. Ja, den habe ich zum Glück zuerst gesehen. Der war mitten auf der Straße, war da gerade am Looten. Da Ja. habe ich den von der Seite gesehen. Da habe ich ihn halt über Chat, also über Voice Chat angesprochen. Da hat er sich auch richtig erschreckt. Das ist nämlich erstmal 5 Schritte nach hinten gegangen. Ja. Ich habe jetzt einen Mosin M44 Kompensator, also vorne. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Schalldämpfer ist. Oder ob es einfach nur ein Ja, Mündungsfeuerdämpfer ist wollte oder ich auch irgendwie gerade sowas in sagen. der Art. Ich denke mal Mündungsfeuerdämpfer. Ja, auf jeden Fall habe ich den. Jo, es sind ja noch sau viele Spieler drauf, ey. Mal, ich Kann man schätze eigentlich mal. irgendwie seinen DayZ-Namen ändern? Wie heißt du denn zurzeit? Kevin. Hast du mich da auch irgendwo gesehen? Was habe ich gesehen? Ob du mich hier irgendwo in. Anwender ist da auch, ja. Zwei über mir, mitten in der Mitte. Okay, dann hat er mich, dann hat er es noch nicht aktualisiert. Ach, der Anwender. Das kann ich kriegen, sorry, theoretisch. Da heißt auch einer Admin, aber das ist Verarsche, oder? Ja, wahrscheinlich. Das ist ja irgendwie so, dass der den PC-Namen übernommen hat, ne? Das Und deswegen Treffen. halt. Geiler Name. Auf jeden Fall heißt mein PC halt noch Anwender, weil es standardmäßig ist. Vielleicht hat einer da Admin, weil das ja auch der PC-Admin ist im Prinzip. Ja, gut. Aber ich glaube nicht, dass es der Admin von dem Server ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mustika Joghurt. Das sind ja alles echt wieder geile Namen, ey. So, hier geht es jetzt auch ab. Hier nehme ich auch mal meine Waffe an Anschlag. Okay, dann werde ich das auch mal tun. Wenn ihr mir das mal erlauben würde, jetzt. Ja. Mach das mal. Nee, dich meine ich nicht. Ich meinte meinen Computer. Achso. So, ich dachte, du fragst mich, ob ich dir das erlaube. Und du erlaubst mir das doch auch, oder? Aber ich weiß noch nicht. Und so wie es aussieht, die Tür ist, glaube ich. Na, okay, die kann ich von hier aus nicht so geil sehen. Aber ich glaube, die ist dicht. Von dem zwei einstöckigen Gebäude da. Ich kann das jetzt nicht genau einschätzen, wie lange wir aufnehmen, aber ich würde mal sagen, wir machen hier, wir looten hier jetzt noch die vorderen Häuser weg. Und dann, Dann ist die erste Folge auch schon wieder, ne? genau, dann bauen wir uns das, die mögliche Auseinandersetzung hier mit höheren Gewalten für die Folge 2 auf. Ja, ich gehe noch kurz in dieses einstöckige Ja, Gebäude. Ich genau. glaube, draußen sind noch ein paar Baracken, ne? Willst du da hinkommen? Barack Obama oder was? Ja, genau. Baracke Obama. Baracke Obama. Jo, hier habe ich die Magnum, die du. Nee, doch nicht, die hast du ja nicht bekommen, aber die du Nein, die bekommen hat hier schon hättest, Zeit. die du eigentlich, die eigentlich für dich bestimmt war, die habe ich hier gefunden. Oh, Zombie. Hier ist noch ein Mac für deine Pistole, die nehme ich mal mit, Ich ne? habe zwei Oder hast Max. du da. Achso, ja, zwei Macs reichen ja eigentlich auch. Ja.
Oh, jetzt hast du gerade geleckt. Jetzt hast du wieder geleckt. Kevin, was ist los mit dir? Jetzt wieder. Ja, jetzt klappt es. Du hast gerade richtig Roboter Voice 3000. Ja, wieso hatte ich das auch, oder was? Ja, ich auch. Ja! Ja klar, wenn dein Internet kacke ist, ja. Hä, dein Internet. Empty Ammo? Alter, ich höre hier so einen abgehackten Zombie die ganze Zeit. Den haben wir jetzt auch einmal gehört. Military Boots Black. Ja, nehmen wir die mal. Die sind cooler. Feuerwehrachsen, das Ganze hast du ja. Weil hier liegt nämlich wieder ein. Jo, all gold. All gold, buddy. Kann er sich auch noch... Ja, ja. Jetzt. So, ne? Ich glaube, da hinten müsste es eigentlich sein. Ich bin in der ganz linken. So, da hinten beim Brunnen, da bin ich in der einen Kantine. Kantine? In der einen, Baracke Obama. Ja. Jo, hier ist ein anderer Backpack. Den, werde ich doch erstmal nehmen. Weil meiner ist ja badly damaged. Hey, das sehe ich dich auch. Haben wir Kleidungsstücke gesehen? Außer Hosen. Mein Oberteil fehlt mir ja noch. Nee, nur eine Hose. Liegt im dritten Raum oder so. Hier ist auch noch eine ACP-Muni, ne? Auf dem Bett. Ich weiß nicht, ob du da was brauchst. Ey, habe ich ultra viel von. Okay. Vor oben war nichts mehr drin, also in dem anderen Haus da? Ne. Wo eigentlich? Da habe ich den ganz gelootet. Keine Ahnung, ich habe mir da einen Sprite weggenommen. Eine Sprite meinst du? Eine Spite. Ah ja, eine Spite, genau. Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen, das wollten wir eben sicherstellen. Ja, genau. Ich habe mich auch noch eben korrigiert. So, und währenddessen ich da so auf die Hangars gucke vom Airfield, würde ich mal sagen, dass wir diese Folge jetzt beenden, ne? Jo, gönn dir. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde DayZ wieder. Dann heißt es wahrscheinlich, Voice Chat und das Beste hoffen, dass hier gut gesunde Spieler sind, die nicht direkt einfach losfeuern wie die Irren. Ja, ich glaube, auf dem Airfield hast du da echt wenig Chancen. Da können wir besser alles abräumen. Du meinst einfach naja. Knallen oder was, die Bastarde? Ja. Oder okay. Ja, sehen wir dann. Ja, sehen wir dann. So, tschüss.